Wir haben schon am Anfang auch dieses Wort gehört und diesen einen Vers möchte ich wiederholen. Im sechsten Vers, 1. Thessalonicher 1, heißt es: Und ihr seid unsere Nachfolger geworden und des Herrn und habt das Wort aufgenommen unter vielen Trübsalen mit Freuden in dem Heiligen Geist. Der Apostel sagt, ihr habt das Wort angenommen unter vielen Trübsalen. Es wird heute zugerufen, weltweit in den Gemeinschaften, Gemeinden, für die verfolgten Christen zu beten. Und die Bibel spricht und fordert uns auch dazu auf, dass wir füreinander beten sollten. Und ich möchte heute vielleicht kurz ein bisschen im Lichte der Bibel auch auf manche Gedanken eingehen, damit wir den Unterschied auch sehen, wie wir leben und wie Menschen lebten und was die Bibel auch darüber spricht, über Verfolgung. Und die Bibel spricht eigentlich nicht wenig über die Verfolgung. Die Bibel spricht sehr viel darüber. Ich möchte uns ein Sendschreiben lesen zum Leitgedanken aus Offenbarung Kapitel 2, nämlich das Sendschreiben zu der Gemeinde zu Smyrna. Offenbarung Kapitel 2, Vers 8. Und dem Engel der Gemeinde zu Smyrna schreibe: Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich weiß deine Werke und deine Trübsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die da sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind es Satans Schule. Fürchte dich vor der keinem, dass du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf dass ihr versucht werdet und werdet Trübsal haben 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem anderen Tode. Sei getreu bis an den Tod. Das sollte der Appell an jeden von uns sein. Der Tod ist das Letzte auf dieser Erde. Nach dem Tod gibt es auf dieser Erde nichts mehr. Und darum dieser Zuruf: Sei getreu bis an den Tod. Sei getreu bis zum Ende. Lieber Bruder, lieber Schwester, bist du jung, bist du älter, bist du alt. Die Treue wird belohnt, reichlich belohnt und das Ende zählt. Jesus spricht von der Endzeit in Matthäus im 24. Kapitel und er spricht von den zukünftigen Dingen, die kommen werden, auch unter anderem spricht er von Verfolgung, die kommen wird auch in der Endzeit. Und dann sagt er, wer beharret aber bis ans Ende, der wird selig. Er spricht eine Seligkeit aus über die, die beharren bis ans Ende. Und nun wendet sich der Herr an die Gemeinde zu Smyrna. Und wir lesen in diesem Sendschreiben auch kein einziges Wort des Tadelns, sondern Anerkennung und Ermutigung. Welch ein seliger Stand, in dem die Gemeinde stand, wo der Herr nichts auszusetzen hatte, nur die Gemeinde ermutigen, bleibe bis zum Ende, so wie du stehst. Bleibe treu, halte fest an dem Herrn.
und du wirst die Krone des ewigen Lebens ererben. Und doch öffnet der Herr diese Gemeinde, was ihr bevorsteht, und sagt, du wirst leiden. Du wirst durch Leiden gehen. Es wird heute sehr viel ein Wohlstandsevangelium gepredigt und gesagt, wenn du ein Christ bist, so wird es dir gut und alles glänzend im Leben gehen. Das ist nicht das Evangelium von Christo. Das ist ein falsches Evangelium. Das wahre Evangelium, das zeigt uns einen Weg des Kampfes. Denn es sind ja zwei entgegengesetzte Welten, die aufeinander prallen. Und hier wird immer ein Kampf bis zum Ende sein. Und wenn du treu Gott dienst, dann wirst du ohne Kampf und ohne Leiden durch das Leben nicht durchgehen können. Und darum sagt er hier, du wirst leiden, du wirst Trübsal haben. So, lieber Bruder, lieber Schwester, bist du bereit zu leiden oder nicht? Ich habe so manche in der Geschichte des Christentums auch gelesen, nicht alle sind treu dem Herrn geblieben. Es gibt eine Möglichkeit, die Verfolgung zu entgehen, nicht verfolgt zu werden, sich anzupassen an den Dingen der Zeit, an den Dingen der Welt, und dann wirst du nicht verfolgt werden. Und darum die Frage, willst du oder bist du bereit zu leiden? Wir haben ein Liedchen, in dem heißt es, ich gehe mit ihm. Wir haben das Lied schon nicht einmal gesungen. Ich gehe mit ihm durch den Garten, ich gehe mit ihm durch die Leiden. Gehe ich wirklich mit ihm oder singe ich nur davon? Das sind zwei sehr unterschiedliche Sachen. Zu gehen oder nur zu singen. Wir sehen in unserer Zeit, Geschwister, ein anderes Bild. Wenn es nur manche Eingrenzungen oder Einschränkungen gibt, so sind manche Christen unzufrieden. Die Freiheit wurde uns beraubt. Wir sind eingegrenzt geworden. Und die Bibel zählt und die Christengeschichte zählt Millionen von Märtyrer. Ich komme noch weiter darauf hin, die ihr Leben nicht geliebt haben bis an den Tod. Und darum sagt er, du wirst leiden. Johannes sieht diese große Schar in Offenbarung im 7. Kapitel, die große Schar in weißen Kleidern. Und Johannes sagt, wer sind sie? Woher sind sie gekommen? Und er bekommt die Antwort, die sind gekommen aus großem Trübsal und haben ihre Kleider helle gemacht im Blute des Lammes. Und sie sind's wert. Die sind durch große Trübsalen gegangen und die sind Gott treu geblieben. Meine Teuren, wenn es keine Märtyrer wären, dann wäre es heute kein Christentum mehr. Es wäre ausgelöscht. Das Blut der Märtyrer ist der Samen des Nachkommens. Und darum dieser Zuruf, sei getreu bis an den Tod. In welcher Zeit du auch stehst, sei getreu bis an den Tod. Und der Apostel schreibt in Timotheus, im 2. Timotheus, im 3. Kapitel, den 12. Vers, wir können uns mitnotieren, 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 12, und alle, die gottselig leben wollen in Christo Jesu, müssen Verfolgung leiden. Glauben wir diesem Wort oder nicht? Wir sagen, die Bibel ist richtig, die Bibel hat Recht. Und die Bibel sagt, und alle, ohne Ausnahme,
die gottselig leben wollen. Die nicht gottselig leben, die werden auch nicht verfolgt werden. Die gottselig leben wollen in Christo, die müssen Verfolgung leiden. Und Jesus spricht auch in der Bergpredigt, in den Seligpreisungen im 5. Kapitel Matthäus Evangelium, im 10. Vers und weiter, Matthäus Kapitel 5, Vers 10, selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Himmelreich ist ihr. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übels wider euch, so sie daran lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel wohl belohnt werden, denn also haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Selig seid ihr oder selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Ich glaube, wir haben heute ein anderes Bild vor uns, ein Bild der Seligkeit. Selig sind die, denen es alles gut und glänzend geht. So stellen wir das Christentum in Deutschland, das Christentum heute, die Seligkeit uns vor. Wenn es alles gut geht, wenn im Leib und in der Seele, wenn es alles glänzend ist in meinem Leben, dann bin ich selig. Doch Jesus spricht einen anderen Gedanken. Wenn euch die Menschen peinigen, wenn euch die Menschen schlagen, wenn euch die Menschen foltern, wenn euch die Menschen in Gefängnisse werfen, so seid ihr selig, sagt Jesus. Es liegt eine Seligkeit darin. Und Jesus geht weiter in Johannes im 15. Kapitel, im 20. Vers wohl, sagt er, haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie auch eures Wort halten. Ihr Lieben, Verfolgungen gab es immer noch von Anbeginn der Welt. In alttestamentlicher Zeit, in neutestamentlicher Zeit, nur der Ort und das Land war immer unterschiedlich. Aber Verfolgungen waren immer noch. Und der Apostel sagt in Galater, im 4. Kapitel, im 29. Vers, Galater 4, Vers 29, aber gleich wie zu der Zeit, der nach dem Fleisch geboren war, verfolgte den, der nach dem Geist geboren war, also geht es jetzt auch. Kain tötete, verfolgte den Abel. Und so geht die Geschichte auch weiterhin. Ihr Lieben, die Verfolgung hat nicht aufgehört und die wird auch bis zum Ende nicht aufhören. Jesus hat davon gesprochen und nun kurze Blicke vielleicht. Der Märtyrer Stephanos, der steht vor dieser hasserfüllten Judenmenge und er schaut zurück in der Vergangenheit, in der Zeit der Propheten, im Apostelgeschichte, im 7. Kapitel und sagt von 21. Vers, von 51. Vers, Apostelgeschichte 7, Vers 51, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herzen und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist wie eure Väter, also auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Fragezeichen. Und sie haben getötet, die da zuvor verkündigten, die Zukunft des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Stephanus steht vor dieser Schar, vor dieser Masse, und er stellt und er legt diese nackte Wahrheit ihnen vor Augen und sagt, welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Zeigt mir einen Propheten, der nicht verfolgt worden ist.
Wir meinen oft, die Propheten, das waren Diener Gottes und die waren so reich mit allem überschüttet und das ging ihnen auch so alles gut durch das Leben durch. Und selbst dieser Prophet Elia, der kommt so in eine Sackgasse und er sagt, Herr, ich kann nicht mehr. Es geht nicht mehr. Meine Kraft reicht nicht aus. Und der Herr schenkte ihm neue Kraft. Und die auf den Herrn harren, die bekommen neue Kraft. Der Prophet Jeremia, der weinende Prophet, wie oft wurde er geschlagen, gefoltert, man steckte ihm in Schlamm hinein und so weiter. Und welchen Propheten habt ihr nicht getötet? Das Alte Testament, das ist gefüllt auch davon, von diesen Verfolgungen. Und wir lesen in diesem Zeugnis in Hebräer im 11. Kapitel von den Glaubensvätern im Alten Testament. Und der Apostel kommt zum Schluss dieses Kapitels im 11. Kapitel und dann sagt er von 36. Vers, etliche haben Spott und Geiseln erlitten, dazu Bande und Gefängnisse. Sie wurden gesteinigt, zerhackt, zerstochen, durch Schwert getötet. Sie sind umhergegangen in Schafpelzen, in Ziegenfellen, mit Mangel, mit Trübsal, mit Ungemach, deren die Welt nicht wert war, und sind in Elend umhergeirrt, in Wüsten, auf den Bergen und in den Klüften und Löchern der Erde. Diese alle haben durch den Glauben Zeugnis überkommen und nicht empfangen die Verheißung. Darum, dass Gott etwas Besseres für uns zuvor ersehen hat, das nicht ohne uns vollendet würde. Es ist vielleicht leicht runterzulesen, aber sich in diese Sache hinein zu versenken. Sie haben Spott und Geiseln erlitten. Wissen wir, was eine Geisel ist? Geiseln waren unterschiedlich. Es war eine Peitsche, in diese Peitsche hat man rasiermesserscharfe Blei oder Knochen mit eingeflochten, manche hatten scharfe Haken. Und dann hat man mit dieser Peitsche den Menschen gepeitscht und das hat den Leib zerfetzt, zerrissen. Sie haben Geiseln erlitten. Ich war vor einigen Monaten im Sommer in einer Folterkammer. Und wenn man da steht, so geht dir ein Frost über den Rücken. Wie Menschen gefoltert wurden. Schrecklich. Man hat den Menschen angespannt an Füßen und Händen, Oberkörper und dann den Körper auseinandergezogen, auseinandergerissen. Man hat den Schädel in einen Schraubstock eingespannt oder und gedreht, bis der Schädel geplatzt ist. Da ist ein Rost, ein Eisenrost, man hat den Menschen auf diesen Rost gespannt und unten Feuer angezündet, und so wurden die Menschen verbrannt. Und wenn du stehst in dieser Folterkammer und denkst, hier lagen deine Brüder und deine Schwestern, so kannst du nicht kalt werden. So geht es dir durch Mark und Bein. Und wenn wir lesen hier, sie waren zerhackt. Man hat zuerst den Fuß abgehackt, dann die Hand abgehackt, dann ein Ohr abgeschnitten und so wurde der Mensch zerstückelt, bis er gestorben war. Schreckliche Foltermethoden haben Menschen sich ausgedacht. Und wir leben heute in einer anderen Zeit. Und Geschwister, sollte das uns nicht anspornen zu einem Brennen für den Herrn? Sie sind umhergegangen, sie hatten kein Zuhause, sie hatten keine frischen Brötchen am Sonntag. Es sind Menschen
die in den Löchern der Erde gelebt haben. Katakomben. Es waren in der Erde ausgegrabene Löcher und da war ihr Wohnort. In den Klüften und Löchern der Erde. Verfolgung. Und darum ruft der Apostel zu und sagt, sei getreu bis an den Tod. Und so kommt die Zeit der Wende. Ich werde nicht viel darauf eingehen. Wir sollten die Bibel lesen auf die alttestamentlichen Märtyrer. Es kommt die Zeit der Wende. Der Apostel sagte, die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und Jesus Christus ist gekommen auf diese Erde, der Sohn Gottes. Die Bibel sagt, Gott offenbarte sich im Fleisch. Er kam in sein Eigentum. Und die Seinen, was macht denn die Seinen? Herzlich willkommen, oder? Und die Seinen haben ihn verfolgt, die Seinen haben ihn verachtet, die Seinen haben ihn gefoltert, die Seinen haben ihn gegeißelt und ans Kreuz gehängt. Er kam in sein Eigentum. Stell dir vor, wenn du zu den Deinen kommst und die Deinen werden dich so behandeln, wie wird es dir ergehen? Schon von der Geburt beginnt die Verfolgung. Herodes suchte Jesus zu töten, heißt es. Verfolgung. Jesus ist gekommen auf diese Erde und es beginnt wieder die Welle der Verfolgung. Und nun wird die Gemeinde gegründet. Die Gemeinde der neutestamentlichen Zeit und diese erste Gemeinde in der Morgenzeit wird den schrecklichen Verfolgungen ausgesetzt. Es waren wellenweise Verfolgungen durch Heiden, Verfolgungen durch Juden. Und der Kaiser Nero, der hat sich ganz besonders da ausgezeichnet in den Verfolgungen. Der hat gesucht, alle möglichste Methoden auszufinden, wie er die Christen peinigen, quälen könnte. Er hat die Christen den wilden Tieren ausgeworfen. Er hat sie in Tierfällen eingewickelt, mit Pech begossen und dahingestellt und die standen als brennende Fackeln. So wurden sie hingerichtet in verschiedenen Art und Weise. Verfolgung im Römischen Reich in der Morgenzeit. Schreckliche, grausame Verfolgungen. Nero ließ die Stadt Rom anzuzünden. Es war sein Befehl. Und somit lenkte er oder gab die Schuld den Christen und es entstand eine Welle großer Verfolgungen über die Christen. Und sie waren zerstreut. Sie waren zerstreut. Und dennoch, wir haben dieses Verheißungswort, wo es heißt, Jesus sagt, ich will bauen meine Gemeinde. Und die Pforte der Hölle wird sie nicht überwältigen. Die Pforte der Hölle wird diese Gemeinde verfolgen, aber überwinden wird sie sie nicht. Und zu einem dieser Verfolger gehörte auch Saulus von Tarsus. Der war sehr eifrig in der Verfolgung gewesen. In Apostelgeschichte im 8. Kapitel, den ersten Vers, Apostelgeschichte Kapitel 8, gleich von Anfang, oder der erste Vers heißt es, Saulus aber hatte Wohlgefallen an seinem Tode, nämlich am Tode des Stephanus. Es erhob sich aber zu der Zeit eine große Verfolgung über die Gemeinde zu Jerusalem. Und sie zerstreuten sich alle in den Ländern Judäa und Samarien außer den Aposteln. Es begann eine große Verfolgung. Und Saulus hatte dieses Wohlgefallen. Im 22. Kapitel Apostelgeschichte gibt er noch ein weiteres Zeugnis.
Im vierten Vers sagt er, und habe diesen Weg verfolgt bis an den Tod und band sie und überantwortete sie ins Gefängnis Männer und Frauen. Also, ich habe sie verfolgt. Ich habe sie überantwortet, ich habe sie verfolgt bis an den Tod. Kapitel 26, Vers 11. Und durch alle Schulen peinigte ich sie oft und zwang sie zu lästern und war überaus unsinnig auf sie, verfolgte sie auch bis in den fremden Städten. Wie eifrig war er in der Verfolgung gewesen. Mit Hass erfüllt. Und dann begegnet ihm Jesus auf dem Wege nach Damaskus. Und aus diesem Verfolger wurde ein Verteidiger des Evangeliums. Und wenn man die Geschichte liest, so findet man manche, die so verfolgt hatten die andere. Und indem sie sahen diesen festen Stand der Kinder Gottes, das hat sie gebrochen. Und sie haben sich zu Gott bekehrt. Und darum sagte ich, Geschwister, das Blut der Märtyrer ist der Samen der Nachkommen gewesen. Das Blut dieser Märtyrer. Alle Apostel wurden verfolgt. Alle Apostel bis auf Johannes haben den Märtyrertod erlitten. Johannes, nach der Geschichte, Johannes der Lieblingsjünger, sollte in einem Kessel mit Öl gekocht werden. Und die Geschichte schreibt, als das alles vorbereitet schon war und Johannes sollte jetzt in diesen Kessel hineingeworfen werden, schlug ein Blitz ein und trümmerte das alles auseinander und somit wurde Johannes auf die Insel Patmos verbannt. Verfolgt. Patmos war ein einsamer Ort, ein Ort der Verbannung. Und so geht es weiter. Schreckliche Verfolgung im ersten Jahrhundert. Dann kommt die lange päpstliche dunkle Nacht. Und das Papsttum, das hat ja die Oberherrschaft erworben oder erlangt. Und das Papsttum verfolgte wiederum das wahre Christentum. Verfolgte bis auf das Äußerste. Und es sind auch da Tausende, ja Millionen von Christen abgeschlachtet, getötet worden in diesen ganzen Jahren. Die haben ihr Leben hingegeben. Und es sind manche, die so vielleicht auch mehr in die Geschichte eingekommen sind. Da ist ein Tscheche, ein Jan Hus, der auf den Scheiterhaufen verbrannt worden ist. Und da er vor diesem Scheiterhaufen stand, dann sagte er zu seinen Märtyrern, ihr bratet jetzt eine Gans. Nach mir wird ein Schwan aufsteigen, den ihr nicht binden werdet können. Hingewiesen auf Luther, der den Bruch dem Papsttum dann gesetzt hatte. Aber er wurde verbrannt. Und so gehen wir, Geschwister, weiterhin. Bis auf das 20. Jahrhundert in unsere Zeit hinein. Und das 20. Jahrhundert ist als das blutigste Jahrhundert in die Geschichte des Christentums eingegangen. Als das blutigste. Schreckliche Verfolgungen, selbst in dem Land, aus dem wir die meisten kommen, für manchen ist es fremd, aber bis in das Jahr 1988 waren Menschen des Glaubens wegen in Gefängnissen. Und wir dachten Freiheit. Ja, für die Freiheit wurde sehr teuer bezahlt. Menschen wurden getötet, Menschen wurden überantwortet und es sitzen hier Geschwister, deren Großväter auch erschossen worden sind des Glaubens wegen. Die haben ihr Leben nicht geliebt, bis an den Tod. Ich habe vor einiger Zeit mich ein bisschen beschäftigt mit dem Ort Solovetskie Ostrava. Solovetische, wie heißt man, wie soll man das übersetzen? Gebirge. Solovetische Gebirge, so ungefähr. Oder Insel, besser, danke.
Und auf dieser Insel wurden Gefangenen verbannt. Und diese Insel ist mit Leichen besät. Die meisten, die dorthin verbannt worden sind, sind nicht mehr zurückgekommen. Als eine Etappe Gefangenen gekommen ist auf diesen Ort, so hat dieser Oberbefehlhaber, der Offizier, sofort aus dieser Menge zwei, drei Menschen rausgeholt und sie vor der ganzen Menge sofort erschossen, damit die anderen sich fürchten. Und da sind viele Christen auch begraben worden. Verfolgung, schreckliche Verfolgung, das blutigste Jahrhundert. Wie bin ich Gott dankbar für diese Zeit, in der wir heute stehen. Da wir Geschwister noch mit offenen Türen uns versammeln können. Ich sage es oft, wir schätzen das oft nicht, was wir haben. Der Mensch, der lernt zu schätzen, erst dann, wenn ihm manches genommen wird. Solange er es hat, er denkt, es ist normal. Ich weiß nicht, wie lange wir noch die Versammlung haben werden. Das ist allein Gott bewusst. Auch in Europa waren schreckliche Verfolgungen gewesen. Schreckliche Verfolgungen. Und jetzt kommen wir auf unsere Zeit, das 21. Jahrhundert. Und wir denken, es ist alles still und ruhig. Freiheit des Christentums, oder? In unserer Zeit werden über 300 Millionen Christen verfolgt. Über 300 Millionen Christen. In über 50 Ländern gibt es heute Verfolgungen. Es ist nicht Freiheit. Menschen zahlen den hohen Preis, den Preis des Lebens. Für das, woran sie glauben. Und der Spitzenreiter dieser Verfolgung heute ist Afghanistan. Die größte Verfolgung steht auf der Nummer 1. Dann kommt Nordkorea, dann kommt Afrika, dann kommt Pakistan und Indien, Iran, Irak und so weiter. Es werden Christen verfolgt. Sie zahlen mit ihrem Leben. Millionen von Menschen haben ihr Leben hingegeben, damit wir das Wort Gottes haben. Das Wort Gottes. Und wir haben in Offenbarung im 19. Kapitel Offenbarung Kapitel 19, Vers 11. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Seine Augen sind wie Feuerflammen. Und auf seinem Haupt viele Kronen. Und er hatte einen Namen geschrieben, den niemand wusste, denn er selbst. Und jetzt dieser Vers. Und er war angetan mit einem Kleide, das mit Blut besprengt war. Und sein Name hieß das Wort Gottes. Und ihm folgte nach das Heer im Himmel auf weißen Pferden, angetan mit weißer und reiner Leinewand. Ihr Lieben, es ist ein prophetisches Wort auch, aber es heißt hier, er war angetan mit einem Kleide, das mit Blut besprengt war. Und sein Name hieß das Wort Gottes. Es hat viel Blut gekostet, damit wir dieses Wort in unseren Händen heute haben können. Wie gehst du damit um? Das ist die Frage. Sei getreu bis an den Tod, sagt Jesus an diese Gemeinde. Und wenn wir noch das 6. Kapitel aufschlagen, wir sehen die Seelen unter dem Altar, das 5. Siegel, Offenbarung 6, Vers 9, und da es das 5. Siegel auftat, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die erwürgt waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten.
Und sie schrien mit großer Stimme und sprachen: Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächest unser Blut an denen, die auf Erden wohnen? Und ihnen wurde gegeben, einem jeglichen ein weißes Kleid, und war zu ihnen gesagt, dass sie ruhen noch eine kleine Zeit, bis das vollends dazu kämen, ihre Mitknechte und Brüder, die auch sollen noch getötet werden. Der Herr sagt, es ist noch nicht das Ende. Es ist noch eine Zeit, wo sie werden getötet werden. Aber dennoch bleibe getreu bis an den Tod. Ihr lieben Geschwister, rührt es uns innerlich. Wenn wir diese Gedanken lesen, wenn wir diese Gedanken hören, nun bleibe getreu. Worin besteht die Treue? In einem felsenfesten Glauben. Die Bibel sagt aber, der feste Grund Gottes, 2. Timotheus 2,9, aber der feste Grund Gottes besteht und hat das Siegel. Es trete ab von der Ungerechtigkeit, wer den Namen Christi nennt. Der feste Grund Gottes ist unbeweglich. Und Judas sagt, nachdem ich euch schreiben wollte und euch mit Schriften ermahnen, hielt ich es für nötig, euch zu ermahnen, auf dass ihr für den Glauben kämpfete, einmal den Heiligen übergeben ist. Felsenfesten, unbeweglichen Glauben. In Hebräer 13 lesen wir auch, ich denke nicht, welchen Vers, ihr könnt das nachschlagen, da heißt es, es ist aber ein köstlich Ding, wenn das Herz fest werde, welches geschieht durch die Gnade. Fest in Gott, gefestigt, sich nicht bewegen lassen von verschiedenen Winterlehre, von den Dingen der Zeit, von den Dingen der Welt, fest im Glauben stehen. Bleibe getreu bis an den Tod, treu auf den schmalen Lebensweg. Denn dieser schmale Weg führt sicher zu den Himmelsherrlichkeit. Und wenn wir auf diesem Weg bleiben, dann haben wir eine Sicherheit, eine Zusage der Seligkeit. Wenn wir von diesem Weg weichen, können wir nicht selig werden. Darum ist es nur der einzige Weg, auf den wir selig werden können und auf dem wir die Treue bewahren können. Bleibe getreu bis an den Tod. Treu in der Gemeinschaft des Herrn. Der Dichter sagt in einem Liedchen, ich will bleiben in Jesu. Was so tröstlich klingt, Erdenfreuden welken und vergehen. Ich will bleiben. Und Jesus sagt, bleibet in mir, in der Gemeinschaft des Geistes. Meine Teuren, nicht in einer Form des christlichen Lebens, sondern in der Gemeinschaft des Geistes, dass der Geist Gottes uns belebt, uns erquickt, dass wir diese Verbindung mit dem Allmächtigen haben. Das ist wichtig. Treu im Wandel und im Wort, treu im Werken. In Epheser schreibt der Apostel vielleicht noch diese Bibelstelle im 5. Kapitel und sagt im 9. Vers, Epheser 5, Vers 9, wandelt wie die Kinder des Lichts, die Frucht des Geistes ist allerlei Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit, und prüfet, was da sei wohlgefällig dem Herrn. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, strafet sie aber viel mehr. Denn was heimlich von ihnen geschieht, das ist auch zu sagen schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht gestraft wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Ihr Lieben, er sagt, wandelt wie die Kinder des Lichts, treu im Wandel, treu im Wort. Treu im ernsten, brennenden Gebet. Gib nicht auf, mit Ernst zu beten. Werde nicht träge, werde nicht lau. Treu in der Gemeinschaft des Geistes. Meine Teuren, möchte der Herr uns durch seinen Geist noch tiefer diese Gedanken hineinlegen, damit wir einen Blick vor uns haben, wie es die Christen durchgegangen sind, und dass wir uns die Frage stellen,
Sind wir überhaupt wert, mit diesen Märtyrern zusammen zu sein, mit ihnen zu stehen? Wenn wir so ein leichtsinniges, oberflächliches, träges, laues Christentum führen, möchte Gott uns anspornen zu einem Ernst in dieser letzten Zeit, in dieser Endzeit. Wir haben heute nicht die Gefahr in Deutschland, die Gefahr der Verfolgung, wir haben heute die Gefahr der Verflachung, die Gefahr des Abfalls in Deutschland. Das ist die Gefahr, die uns entgegenkommt. Und darum ruft der Herr, bleibe treu bis ans Ende. Und das möchte mein Appell an uns allen, an meine Seele und an jeden von uns sein. Bleibe treu dem Herrn bis an das Ende. Und das wird belohnt. Gott segne uns, Gott verhelfe uns auch weiterhin. Und ihm gebührt die Ehre und der Dank. Amen.